Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory Staffel 3. Letzte Folge haben wir hier noch eine schöne Plattform gebaut und haben alles, inklusive Eisenplatten, Rotoren und modularen Rahmen, automatisiert, was wir eben mit Tier 1 und Tier 2 automatisieren können. Aber ihr seht, hier sieht es ein bisschen anders aus als letzte Folge. Und zwar hat sich da was verändert. Und zwar gibt es jetzt hier einen Awesome Shredder mit 17 Coupons. Was es damit auf sich hat, erkläre ich später. Erstmal haben wir noch einen einzigen Meilenstein, den wir letzte Folge nicht abgeschlossen haben. Und zwar die Sprungflächen. So, aber jetzt haben wir alles da. Einmal freischalten, bitte. Danke dir. Und nun haben wir alles von Stufe 0, Stufe 1 und Stufe 2 freigeschalten. Das heißt, wir werden als nächstes den Weltraumlifter aufbauen, um Stufe 3 und Stufe 4 freizuschalten. Okay, eine kleine Vorwarnung. Vieles, was wir in der Folge machen, ist temporär. Genauso wie der Standard des Weltraumlifts. Und werden wir natürlich in der nächsten Folge wieder abbauen oder umbauen. Für die erste Phase des Weltraumlifts braucht man einfach nur 50 von den intelligenten Beschichtungen. Die sind ganz easy, die bekommen wir easy hin und die stellen wir gleich mal her. Brauchen wir ganz einfach einen Fabrikator. So, ein paar hiervon, ein paar hiervon, ein bisschen Strom. Und ja, jetzt warten wir einfach, bis das Ganze fertig ist. Nachdem wir hier nur 19 Tickets haben, werde ich erstmal die Tickets ausdrucken. So, und den Schredder wieder abreißen, denn 19 reichen vollkommen für das, was wir vorhaben. Wisst ihr noch am Anfang der Folge, wie ich gesagt habe, wir haben alles automatisiert, was wir automatisieren können? Ich muss zugeben, ich habe euch da leider angelogen. Ich habe nämlich ein gewisses Kupferblech vergessen. Und das werden wir demnächst brauchen. Deshalb werden wir gleich mal Kupferblech herstellen. Das Ganze positionieren wir erstmal hier hin. Dann brauchen wir 3 Konstruktoren. Die stellen wir natürlich alle auf Kupferblech ein. Und dann fehlen natürlich nur mehr 2 Öfen. Das Ganze verbinden wir jetzt noch. Soweit so gut, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Kupfererz. Nur mal so eine Frage, was genau wird das? So, da kommt bereits Kupfererz ran, das heißt, wir produzieren gleich die ersten Kupferbleche. Heißt wiederum auch, wir werden gleich mal rüber gucken zu den intelligenten Beschichtungen, weil ich glaube, die sind schon im Fertigwerden. So, perfekt, da wird gerade noch die letzte Platte hergestellt. Sehr, sehr gut getimed. Dann können wir die schon mal rausnehmen und in den Weltraumlift reinlegen. Einmal versiegeln. Und dann absetzen, bitte. Somit haben wir jetzt Hub Stufe 3 und Stufe 4 freigeschalten. Wir werden gleich mal anfangen mit der einfachen Stahlproduktion. Sollte mal relativ alles da haben. So. Können wir die gleich mal absenden. Okay, somit haben wir die Gießerei freigeschalten und ein paar neue Rezepte. Das nächste wird dann die fortgeschrittene Stahlproduktion sein. Dafür brauchen wir Stahlrohre. Die werden wir jedoch nicht selber herstellen, sondern wir haben ja noch die 19 Tickets, die wir am Anfang der Folge produziert haben. Und die sind ganz nützlich, denn wir können jetzt hier zum Awesome Shop hingehen, den ich vorhin aufgestellt habe. Und uns einfach die Stahlrohre kaufen. Wir haben nun alles da für die fortgeschrittene Stahlproduktion. Das heißt, wir werden gleich mal alles reinschmeißen. So, ein bisschen Beton und nochmal ein bisschen Draht und go.
Somit haben wir zum Beispiel den Miner Mark II freigeschalten, der das Doppelte vom Miner Mark I produziert. Dadurch, dass das Shuttle jetzt schon wieder da ist, können wir auch gleich mal den nächsten Meilenstein freischalten, und zwar Logistik Mark III. Es dauert jetzt wieder 5 Minuten und dann schalten wir noch die Kohleenergie frei. Und dann geht's erst richtig los. So, und dann noch die Kohleenergie. Und go. Jetzt haben wir Wasserextraktoren freigeschaltet und Energiespeicher, genauso wie einen Kohlegenerator. Für diese Kohlegeneratoren braucht man natürlich auch Kohle. Und hier haben wir schon welche. Da drüben, wo der Weltraum steht, ist unsere Base. Und hier ist Kohle. Wir haben hier leider nur eine reine Ader und auch kein Wasser, welches tief genug ist, um einen Wasserextraktor zu platzieren. Deshalb werden wir die Kohle wahrscheinlich hernehmen, um Stahl herzustellen, weil für Stahl braucht man Eisen und Kohle. Heißt, ich werde das Förderband gleich mal in Richtung Base legen. So, ich habe da hinten jetzt schon mal Eisen und Kohle rangelegt. Wir werden da jetzt gleich beginnen, die Stahlproduktion zu bauen. Und zwar stellen wir den Container für die Stahlrohre gleich mal hier hin. Und den Container für die Stahlträger gleich mal hier daneben. Wir werden das Ganze ganz einfach machen. Und zwar werde ich einen Konstruktor für die Stahlrohre hernehmen. Und 4 für die Stahlträger. Das heißt, wir produzieren dann 20 Stahlrohre pro Minute und 52,5 Stahlträger pro Minute. Das sollte für den Anfang erstmal reichen. Dann müssen wir das Ganze natürlich auch noch verbinden. Hier hinten kommt der Splitter hin. Da wird später ein Mark 3 Band durchgehen. Ich mache da erstmal Mark 2 Bänder hin, denn für die Mark 3 Bänder müssen wir erstmal Stahlträger produzieren. Soweit, so gut. Jetzt kommt der interessante Part. Und zwar brauchen wir hier 6 Gießereien. Die stelle ich erstmal hier hinten hin, denn in den Gießereien stellen wir die Stahlwaren her. Warum das Ganze interessant wird, hat den Grund, dass die hier 2 Eingänge haben und wir die 2 Bänder irgendwie hier langlegen müssen, so damit wir beide Eingänge easy befüllen können. Aber keine Sorge, ich habe da natürlich schon einen Plan. Und zwar stelle ich hier erstmal 2 stapelbare Fördermassen hin. Hier drüben auch und in der Mitte auch einmal. Da oben kommt dann das eine Band lang. Und das andere Band geht dann hier unten lang. Das hat den Grund, dass wir dann hier oben ganz einfach einen Förder- und Splitter draufsetzen können. Da dran wiederum einen Lift, der uns das Ganze darunter befördert. Dann brauchen wir das nochmal verbinden und schon fließt die Kohle in die Gießerei rein. Hier unten kommt natürlich auch ein Splitter hin. Und den können wir einfach verbinden. Das mache ich jetzt noch eben bei allen. Soweit, so gut. Jetzt brauchen wir hier vorne einfach nur noch ein paar Fusionatoren. Dann stellen wir hier noch schnell die Strommasten hin und dann können wir auch schon mal die Förderbänder mit den Erzen anschließen. Das könnte jetzt für unser Stromnetz erstmal ein bisschen lustig werden, aber wir werden uns dann gleich einem Kohlekraftwerk widmen. Okay, ich habe gerade mal die 2 Bänder angeschlossen mit den Erzen und ich musste gerade noch 4 Biomasse-Generatoren dazustellen, damit wir das Ganze überhaupt betreiben können. Da kommen schon die ersten Stahlbarren ran und hier kommen schon die ersten Stahlträger ran. Guckt mal, wie schön. So, ich werde hier jetzt noch eben den verbesserten Nahkampf freischalten. Brauchen wir noch ein paar verstärkte Eisenplatten, Rotoren, Drähte, Kabel und so Zeug. So, und dann können wir das auch schon abschicken. So, dann haben wir jetzt ein paar Inventarslots dazu bekommen, was ich sehr gut finde.
Und außerdem haben wir etwas freigeschaltet, was sich Xenobasher nennt. Das ist quasi eine verbesserte Version von unserem Xenosapper, den wir hier gerade in der Hand haben. Und da werde ich mir gleich mal einen herstellen. So, dann haben wir jetzt alles da. Schön, der ist ein bisschen verbuggt, aber nichtsdestotrotz ein schönes Werkzeug, um sich zu verteidigen. Als nächstes werden wir noch den Fahrzeugtransport freischalten. Da haben wir auch fast alles da. So, so. Und ab geht die Post. Huch. Was war das gerade für eine Hand? Somit haben wir beim Transport nun auch Schlepper und eine LKW-Station freigeschalten. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass ich die nicht wirklich nutzen werde. Weil ich absolut kein Fan von Schleppern bin und von LKWs auch nicht wirklich. Und dann als letzten Meilenstein, den wir bei Stufe 3 und Stufe 4 noch freischalten müssen, sind die Hypertubes. Die werden uns nächste Folge noch sehr zur Hilfe kommen, denn das Kohlekraftwerk werden wir nicht hier gleich ums Eck bauen, sondern etwas weiter weg, da wir hier kein Wasser haben. So, hier haben wir die Hypertubes und damit sind wir eigentlich auch schon relativ am Ende angekommen. Wir werden uns nächste Folge um das Kohlekraftwerk kümmern. Da in der Richtung wird das irgendwo zustande kommen. Denn da haben wir einen größeren See und 4 Kohleadern. Und da können wir dann ein schönes Kohlekraftwerk bauen. Denn, wie man hier schon sieht, wir haben schon wieder keinen Strom mehr. Unsere schönen, schönen Biomasse-Generatoren, die bis zuletzt 570 Megawatt produziert haben, haben jetzt nun endlich den Geist aufgegeben. Und ich habe auch nicht mehr wirklich Biomasse, um die nachzufüllen. Das heißt, wir werden uns in der nächsten Folge wirklich schnellstmöglich ans Kohlekraftwerk wagen. Und ja, somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die hoffentlich bald kommt. Ich kann es noch nicht sagen, ob ich es wöchentlich schaffe, denn auch diese Folge kommt wieder etwas verspätet. Und ja, vielleicht nächste Woche, vielleicht in 2 Wochen. Ich weiß es noch nicht genau, ich kann nichts versprechen. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut dran. Ich bin raus und ciao, ciao.